Die Betitelung von Amilcar als The Poor Man's Bugatti, des armen Leute Bugatti, lassen wir links liegen. Denn verstecken braucht sich die französische Marke Amilcar nicht. Schließlich soll die Hochleistungstechnik der Amilcar-Rennwagen auch den großen Meister Ettore Bugatti beim Erschaffen seiner frühen Modelle inspiriert haben. Die in Paris gegründete Firma Amilcar spezialisierte sich ganz auf Kleinwagen. Die Räder waren zumeist auf Motorradfelgen aufgebaut, weshalb die Fahrzeuge im Englischen auch Cyclecars genannt wurden. Als Markenzeichen wählte Amilcar den Pegasus. Der Markenname ist ein Anagramm aus dem Namen der beiden Gründer Émile Acar und Edmond Mollier. Hergestellt wurden bei Amilcar nur Chassis und Motor. Die Karosserien wurden meist vom Kunden bei einem Karossier eigener Wahl geordert. Die CGS-Modelle, das Kürzel für die Grand Sport-Modelle, wurden ab 1923 gebaut. Während die ersten Amilcar-Motoren noch Anlass zu Kritik gaben, waren die neu überarbeiteten 1100 Kubik rein Vierzylinder-Motoren wesentlich besser entwickelt und zeigten sich zuverlässig. Der Zylinderkopf war etwas vergrößert worden, um den Wasserdurchfluss für die Kühlung zu verbessern. Bei der Leistung von ca. 30 PS bei 3600 Umdrehungen in der Minute erreicht der kleine Sportler eine Höchstgeschwindigkeit von knappen 110 km pro Stunde. Damit konnte das Amilcar mit dem Konkurrenten auf der Rennstrecke mithalten. Dennoch, ein bedeutender Rennerfolg stellte sich nicht ein. Dem guten Verkauf der CGS-Modelle schadete das nicht. Denn auch private Rennfahrer oder Liebhaber schneller Fahrzeuge kauften sich einen Amilcar Grand Sport. Es gab weitere Verbesserungen. Der Rahmen wurde mit einer X-Verstrebung versteift. Das Fahrwerk ruht vorne und hinten auf halbelliptischen Blattfedern. Für die bessere Kühlung wurden die Bremstrommeln mit Kühlriefen versehen. Um der größeren Belastung besser standzuhalten, vergrößerte man die vorderen Bremstrommeln. Das kurze bowtailförmige Heck ist typisch für die Rennfahrzeuge. Dies sollte die Aerodynamik begünstigen. Man fand die Amilcar CGS-Rennwagen in den 20er und 30er Jahren auf allen berühmten Rennstrecken der Welt. In Le Mans, Brooklands und auch auf den bekannten Strecken in den USA. Der Amilcar machte auch Schlagzeilen. Der italienische Rennmechaniker Benoit Falchetto hatte die berühmte Tänzerin und Choreografin Isadora Duncan 1927 in seinem Amilcar auf eine Spritztour in Nizza mitgenommen. Der lange Seidenschal der Dame verfing sich im Hinterrad des Amilcar und die Tänzerin wurde aus dem Auto gerissen und mitgeschleift.